Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher und mit unserem Böble. Schön, dass ihr da seid. Abgebrannt bis auf 800 Knete, plus hier unser altes Böble, wo noch der Reifen fehlt, stehen wir hier auf der Insel drüben. Und ich hatte ja gesagt, wir wollen noch einen Airdrop machen, dass wir ein bisschen Knete wieder reinkriegen. Das Auto muss erstmal aufgebaut werden. Später wollen wir das ja zum C0-Auto machen. Das heißt, ich will es noch schön lackieren, passend, irgendwie thematisch. Wir müssen die Verstärkungen ranbringen. Dann brauchen wir für die ganze Aktion hier drüben den Strahlenschutzanzug, noch ein bisschen Klebeband, Seife und was weiß ich nicht alles. Und wir bewegen uns jetzt gedanklich, nicht heute komplett, aber gedanklich, ab heute bewegen wir uns hier hoch. Ich möchte ja meine Holzkiste hier wiederholen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir werden hier so eine Reise machen und unterwegs, wenn wir natürlich den Airdrop noch mitnehmen, beim Händler einkehren. Heute machen wir hier noch eine Polizeistation, bis der Airdrop runterkommt. Und dann werden wir hier oben morgen vielleicht sogar schon, je nachdem wie weit wir heute kommen, den Bunker mitmachen. Ein paar von euch haben gesagt, dass ich hier in einem alten Bunker die Chance habe, den Anzug zu bekommen. Da würde ich gerne meine erste Chance nutzen. Jetzt fahren wir aber rüber, weil es ja noch frisch am Tag. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo hier in der City die Polizeistation ist. Und dann fangen wir damit an heute. Dann holen wir da noch mal ein paar Waffen raus, dann kriegen wir auch unser Auto gerichtet, weißt du? Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung. Alter, wir müssen auf jeden Fall das Böckle jetzt herrichten, das ist ja ganz übel. Der Böckle ist schon ein bisschen besseres auch gewohnt von uns, ne? So, ich fahre westlich, fahre die Straße entlang, bis wir an der Siedlung sind, dann suchen wir da die Polizei. Wir werden heute wahrscheinlich auch wieder mit unserer... Also ich probiere natürlich leise zu sein, aber wir werden auch mit der Handfeuerwaffe und mit der MP5 ein bisschen spielen, weil da haben wir ja damals auch immer recht gut Glück gehabt, was die Horden angeht. Ich nehme nicht an, dass wir da viele Horden triggern mehr. Zumindest wäre es mal mein Ziel. Ja, guck mal, das hat er, guck mal das Auto an. Das muss auf jeden Fall jetzt eins... Ja, das macht er ab und zu. Das macht er ab und zu. Verständlich. Ich hoffe, ich mache es nicht noch mehr kaputt, weißt du? So, ich weiß aber nicht mehr, wo die Polizei hier war. Ne? Da habe ich echt keinen Plan mehr. Wir gehen einfach, würde ich sagen, zum Stadtrand. Bogen raus, Katana raus. Und dann probieren wir einfach mal. Ja, wie gesagt, einen Rucksack. Ich loot jetzt hier auch nicht irgendwas, was wir nicht brauchen. Ich gehe hier tatsächlich ganz krass auf die Waffen aus den verschlossenen Schränken. So, Bömble. Ich weiß auch nicht, ob wir hier einen Wolfswagen finden, wo ich eventuell die zwei Türen bekomme. Müssen wir mal gucken. Die würde ich eher looten, also da fahre ich dann jetzt ja eh morgen mit euch hoch. Da will man ja wahrscheinlich einige Siedlungen abfahren. Da finden wir bestimmt die Ersatzteile. So, Bömbli, wo war da die Polizei? Ich weiß es nicht mehr. Du? Ist egal, wir laufen einfach durch. Wie gesagt, wenn das heute den ganzen Tag dauert, dauert es den ganzen Tag. Aber das glaube ich nicht. So, ich kann ja theoretisch das Auto mal hier stehen lassen. So. Willkommen. Willkommen. Ein Schluck trinken kann ich dir gönnen. Zum Essen hast du nimmer wirklich geile Sachen dabei, Digga. Ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja da drüben in der Kneipe was. Jetzt gehen wir erstmal rein. Hier oben ist doch auch sowas wie eine Kneipe, ne, gewesen. Dann lass uns mal wenigstens unten rum kurz schauen. Ob wir was finden. Essen, trinken, weißt du, so ein bisschen gediegen, einfach die Seele baumeln lassen heute. Da ist nichts. Im Müll gucken wir nicht nach dem Essen, Bömble. Zur Not hungern wir lieber. Kasse ist zu. Ne, ist offen. Ja, hier findet man bestimmt irgendwas. Lass gucken. Essen wäre jetzt, sag ich mal, ein Deal, den ich sag ich mal, machen würde. Ne, weil ich gesagt habe, ich loot nichts und schon bin ich am Looten. Messer und so, das lasse ich alles hier. Geht rein darum, irgendwie ein bisschen was zu kiefeln. Nix. Was haben wir hier? Hefe. Hefe ist nicht wirklich was zum Essen. Hier zum Beispiel die Zwiebel. Die macht zwar nicht satt, aber das ein oder andere bringt es uns schon. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Magen? Ja, durch die Oliven halt gestern. Einmal eine Zwiebel gegessen. Eine Zwiebel ist wie eine kleine Apotheke. Habe ich mal gehört. Klo findest du nichts. Gut, immerhin, er hat was, wo er drauf rumkauen kann. In der Zeit gehen wir schon mal weiter die Polizei suchen. Wo sie, ist sie das da vorne? Nee, das ist sie nicht.
Ja, wir werden sie schon finden. Wir sind ja gerade erst angekommen, ne? Willst du die Küchen durchsuchen? Hast du da Bock drauf? Einfach schon mal, um ein bisschen anzukommen und zu warten, ob noch Zombies sich heute uns anschließen? Eine Karotte mit 62. Ja, das muss ja nicht sein. Also so groß ist der Hunger dann doch nicht. Guck mal, Bömble. Aber die will er nicht, hat er gesagt. Obwohl, ganz so sicher sind wir uns auch noch nicht. Was ist da los heute? Vielleicht doch mal mit der AK einen Schuss rausjagen? Hier ist nichts. So, die Uhr ist gut. Das Umfriedete hier könnte aber eher polizeireviermäßig sein, ne? Da hinten haben wir auch nochmal geziegeltes Haus. Das wird sein wahrscheinlich. Obwohl, die Polizei ist nicht so groß. Oh, wir laufen einfach ab. Wenn wir die Chance haben, hier einen Wolfswagen Ersatzteile noch zu finden, würde ich es natürlich auch mitnehmen. Kann es sein, dass es nach dem Patch ruhiger ist? Ich habe die Patch-Notes nicht ganz gelesen. Als ich die Bilder gesehen habe vom Rager, von der Rager-Rüstung, habe ich die Patch-Notes weggeklickt wieder. War für mich alles klar. Das sieht eher aus wie eine Schule, ne? Gut, hier sind die Häuser. Jo, in der Geschwindigkeit kommen wir doch gut vorwärts. Was haben wir hier? Pharmacy. Ja, aber Pharmacy brauchen wir jetzt heute nicht. Supermarkt gibt es doch rechts vielleicht, ne? Dann gehen wir da doch kurz mal rein. Wenn ich halt als wüsste, wo die Stationen sind, ne? Lass uns mal hier kurz reingehen. Ich glaube, da finden wir bestimmt was. Freue ich mich auf den C2-Bunker. Der liegt ja im Schneegebiet. Das ist schon mal das eine, was ziemlich cool ist. Und dann haben wir zumindest erstmal einen anderen noch gemacht. Es gibt ja, wie gesagt, bei uns gegenüber die Chance. Dann haben wir auf der Insel unter unserem Base-Spot noch die Chance. Richtig, hier waren wir doch auch schon mal drin, oder? Sojasauce. Sojasauce. Tee. Vorne liegt noch ein Topf. Ist nicht wirklich viel da, ne? Tja, Bömbi. Dann gibt es halt beim Händler Guderle später. Brause. Da ist mal einer. Ganz allein und verlassen, der Guderle. Zum Essen gibt es nichts. Jo, ich nehme an, die Polizei wird es ausgleichen, was wir jetzt hier nicht finden. Da ist das Parkhaus. Ich meine, die war mehr drin in der Siedlung, oder? Da steht ein Wolfswagen kompletter. Also nicht komplett, aber gehen wir mal kurz gucken. Hintere Türen fehlen uns, ne? Guck mal. Eine Hintertür hätten wir. Eine hintere Tür hätten wir. Ich würde fast sagen, dass ich die noch mitnehme. Aber, oder wir fahren da kurz rein nachher. Gucken wir mal weiter. Durchs Parkhaus habe ich jetzt keinen Bock zu schlappen. Da ist nochmal ein Zombie. Da sind sogar zwei. Wenn er schnell zieht, geht's. Du musst ja nicht ganz durchspannen, Bömble, ne? Deine Pfeile wieder mit. Sehr geil. Was sind das hier? Hier ist doch die Polizei, wir haben sie schon. Ich mach trotzdem vorsichtig, ich trau da nicht. Ey, weißt du was? Fahr mal gleich mit dem Auto hin. Weil von da aus, wenn der Loot da ist, geht's eh wieder heim, weißt du? Dann ziehen wir das kurz mit, dann fahren wir rüber, machen schon mal die ersten Reparaturen und dann müsste auch der Airdrop runterkommen, während wir uns Richtung Schneegebiet wieder bewegen, ne? So, ich kann ja gleich gucken, dann fahre ich jetzt hier mich hier die Steige runter. Baue mich hier durch.
So, hier haben wir gesagt, dass auch die... Oh. Gammler. Wir haben doch gesagt, dass die Medizin ja auch gut Geld bringt, ne? Oh, die war aber eine leichte Verletzung, Bömble. Ist auch mal schön, sagst du, gell? Halt. Der war nebendran. Obwohl, lass hier mal gucken, vielleicht findest du noch was im Essen. Und renn nicht so. Es reicht jetzt mit den Veränderungen, die du schon durchgemacht hast. Also. Bumm. Und was schmeckt am besten zu einem würzigen Fleischsnack? Ein Schlückle. Ein Schlückle Bibo für de Bobbes. Sahne. Ja, aber nicht so. So angeranzte Sahne will kein Mensch, Bömble. Hast du dein Schwertle noch? Ja, das ist gut. Geh mal nebendran rein. Ich würde sagen, alles, was ich jetzt an Medizin finde, würde ich dann verkaufen. Ne, damit ich jetzt nicht meinen Vorrat irgendwie durcheinander bringe. Ja, guck wenigstens, ob du was findest. Ich meine. Hier Bargeld. Ist nicht die Menge, aber es ist zumindest ein Anfang. Der Laden ist so gut wie leer. Habe ich mir jetzt gemerkt, wo die Polizeistation war? Ja, 1000 Messer brauchen wir alle nicht, ne? Messer brauchst du erst dann, wenn du keins hast. Stofffetzen. Okay. Nö, Bambi. Hol's Auto, fahr runter, mach die Polizei. Und von dem Geld holst du dir dann Fleisch beim Händler. Ein gutes. So. Achso, die Pharmacy. Da habe ich gerade schon wieder mein Blendle verworfen, wie immer. So rein. Ja, das machen wir jetzt mit. Natürlich, so Masken und so nehme ich keine mit. Gläser auch nicht. Ich glaube, die Gehhilfe würde auch Geld bringen, ne? Hat mal jemand gesagt. Wir probieren es einfach mal. Wobei ich auch schon gemerkt habe, die Beschreibung. Was gut Geld bringt, da ist, glaube ich, einfach, da gibt es Unterschiede im Empfinden. Habe ich schon gemerkt. Was jetzt keine Negativwertung ist, ne? Aber ich habe da ganz andere Ansicht, wann was Geld bringt, wie viele andere oder umgekehrt, ne? Manche denken auch, was nimmt denn der für einen Schrott mit? Und manche würden viel mehr noch mitnehmen, wie ich zum Beispiel. Ja, die Schere weiß ich nicht. Ich weiß nur eine richtig gute Schere. Und gerade in dem. Ich nehme sie mal mit. Vielleicht können wir einfach mal testen, ob der Doc die überhaupt will. Jo, okay, das war eine kleine Pharmacy. Ich weiß nicht, ob es oben jetzt noch was gab. So, jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ob neben dem noch ein anderer existiert. Ich liebe das Böckle schon. Und wenn das nachher richtig schön lackiert ist und die Befestigungen dran sind, dann ist das eine richtig coole Nummer. Ist klar, ist klar. Irgendwo hier war das, glaube ich. Da nochmal rein. Da hinten rum, glaube ich. Hier ist die Polizei. Und da hinten war der Rote. Hast du die jetzt mitgepult? Ich glaube, das Spiel denkt, ich bin durchgefahren. So, Beifahrertür und so, das haben wir. Heckklappe und so haben wir auch alles. Ja, im Prinzip fehlt uns jetzt noch die eine Tür und das Reifle müssen wir noch installieren. So, lass mich mal kurz gucken. Ich hatte das nämlich eigentlich so, dass die Sachen oben sind. Die kannst du wieder reinmachen. Ey, Alter. Gefährliche Nummer hier so nah an dem anderen Auto für mich. Hier ist Verkaufszeug, ne? Ja, da muss ich nachher nochmal durchgucken. Aber das gruschel ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal schauen. Ey, wir könnten ja in die Polizei von oben einsteigen, ne? Ist auch mal interessant. Machen wir mal so rum.
gucken natürlich kurz rein. Volkswagen-Stoßstange, die nehme ich mit. Zur Not verkaufe ich sie. Gibt auch 500 bestimmt, ne? Guck dir das an. Träumchen. Träumchen? Bau mal kurz zusammen. Dann können wir zum Händler schon mal ganz gemütlich hochfahren. Da gibt es ja schon mal keinen Stress. Die Stoßstange haben wir ja, ne? Hinten entfernen. Stoßstange vorne entfernen. Hau ich sie hier rein. Zack. Zack. Wo fehlt es? Hier. Was habe ich denn jetzt? Moment mal, Moment, du hast bestimmt irgendwie. Habe ich die hinten jetzt abgebaut? Nee. Die könnte ich natürlich auch auseinandernehmen. Jo, Leute, dann machen wir vielleicht den Airdrop einfach morgen, weil ich muss ja noch komplett in Schnee fahren, weißt du? Was war jetzt die Idee? Montage. Wagenheber ist montiert. Rad ist montiert. Ich höre halt immer. Ein bisschen hellhörig bin ich. So. Repariere. Irgendwo ist einer. Habt ihr es auch gehört, oder? Klingt so, gell? Motorhaube reparieren. Was blinkt denn da alles noch so rot? Chassis. Ich weiß halt nicht, wo der ist gerade. Klingt aber so, als ob er wieder irgendwo festhängt, ne? Ich repariere jetzt alles. Nicht Bämpe. Ja, scheiße. Okay, ich habe zu wenig Reparaturmaterial deswegen. Jo, aber jetzt bin ich gerade richtig zufrieden, dass das schon mal läuft. Ich nehme die alle mal rüber für einen Moment. Das ist jetzt blau, das heißt, hier könnte ich noch was montieren, ne? Repariere Beifahrersitz. Repariere hinten. Hier ist wichtig. Muss ich auf der anderen Seite. Das kann sein, dass ich da doch nochmal beim Handy repariere. Fahrersitz. So. Hier habe ich, glaube ich, alles soweit repariert, ne? Kann das sein, dass man nichts in den Händen haben darf oder musste man was in den Händen haben? Ja, guck mal, jetzt ist er noch da. Komische Geschichte. Irgendwas war da. So. Gut, dann bocke ich den jetzt hier nochmal kurz auf. Was machst denn du? Ah, okay. Selbst ist der Bömble. Leute, wir haben das Auto soweit repariert. Den Reifen noch. Cool. Zweimal hintereinander ist noch der Wagenheber da. Okay, geile Geschichte. Da freue ich mich, dass das jetzt hingehauen hat. Das lassen wir jetzt hier drin. Halt. Jetzt, ach, Bömbi. Bömbi, yeah. Auf geht's. Wir steigen von oben ein, haben wir gesagt. Ne? Ich nehme das Katana erstmal. Schöne Geschichte. Einmal kurz reingeschaut.
Idee gut war, werden wir gleich feststellen. Schuss, Schalldämpfer ist repariert. Erfahrungsgemäß war immer da vorne einer, gell? Okay, hier haben wir sie alle. Kurz einmal drüber gesäbelt. Ich wollte eigentlich erst prüfen, wie viel Muni ich noch drin habe. Okay, die im Lauf ist weg und eine haben wir raus. Kriege ich den überhaupt hier durch? Sind die, die Fenster sind schon weg, ne? Okay. Hier ist zu noch. Gut. Auf geht's. Magazin, Muni. Noch mehr Muni. Papier brauche ich nicht. Glaubst du, dass ich mit den anderen besser klarkomme? Scheiße. Komisches Feeling. Mit den selbstgebauten habe ich ein besseres Feeling beim Knacken. Wir können ja mal die Handschuhe ausziehen. Heute ausnahmsweise. Ja, es sind jetzt kleine Waffen, aber ist okay, ich meine. Und nach rechts rüber habe ich auch mal ein besseres Feeling. Magazin. Weiter. Okay, ich hab in Anführungszeichen Glück. Eins. Zwei. Moment. Drei. Schöne Runde. Ich freue mich gerade tierisch, dass wir den Wagenheber gefunden haben, weil das ist für mich einfach jetzt viel cooler, wenn wir nicht alles oben bezahlen müssen. Ne? Wir haben uns ja so weit runtergeschafft, geldtechnisch. Hättest du liegen lassen können, Bump. Die mag ich mehr. Und dann hat man nochmal eine andere Sorte, glaube ich, die war noch cooler. Wieder war's doch. Hast du zu früh losgelassen? Gut, vier Schränke sind hier drin. Vier Schränke haben wir aufgemacht. Hier könnte eventuell noch was Cooles drin sein. Taschenlampe. Ninja-Stellen. Kepple. Ja, aber ich will die andere auflassen hier. So, die Boxen haben wir beide geguckt. Dann sind wir hier schon durch. Guck. Da ist doch normalerweise auch immer noch eine Box. In dem Fall liegt sogar noch was nebendran. Das habe ich aufgesammelt. Schreibtisch selber geht nicht. Vielleicht haben wir Glück auf den Kaffee. Nee. Hast du noch alles? Deine zwei Waffen hier. Deine Schnellfeuerwaffe hast du. Deine Handfeuer auch. Ich muss als ab und zu gucken. Ne? Ich bin so schnell mit dem Liegen lassen. Können wir mal gucken, ob das hier vielleicht auch Geld bringt. Ich benutze die im Singleplayer nicht. Hier, geil. Auch wenn ich die nicht so mag. Stift können sie behalten. Cola brauchst du keiner, hast du gesagt. Hier sind nochmal zwei Schränke, cool. War oben auch nochmal was? Wir gehen gleich oben gucken.
Hier, ne? Da haben wir unsere Kohle wieder, Leute. Ein Dietrich muss ich noch machen. Achso, den hatte ich noch drin. Ich nehme trotzdem mit. Schrotflinten und eine Diegel. Der habe ich, glaube ich, in der letzten Staffel. Die haben wir in der letzten Staffel gehabt, glaube ich, als Handfeuerwaffe, gell? Wenn ich mich noch richtig erinnere. So, ein Blick nach oben kurz an den Schreibtisch, weil ich glaube. Ja, tatsächlich. Guck mal, ich habe einfach nur drauf gedrückt, jetzt ist er von alleine schon. Der Böble macht es gerade alleine. Gut, Handguns. Das Coole ist, dass wir auf die Art auch noch mal ein bisschen üben. Weil ich glaube, diese Hazards-Schränke, die wir da suchen müssen, um unseren Strahlenanzug bekommen, ich glaube, die sind auch cool. Die musste, glaube ich, schnell knacken. Da bin ich mal gespannt, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ne? Das nehmen wir natürlich mit. Das ist so ähnlich wie damals. Da hatten wir auch eine Polizei und da war die komplette Diegel war da drin mit allem Zubehör, hatten wir die damals. Frachtabwurf. Ja, also. Da wir jetzt hier eh durch sind, dann machen wir den jetzt gleich noch mit. Wo kommt denn der runter? Ah, ist scheiße. Der ist in die Richtung. Da müsste ich jetzt zurückfahren, habe ich keinen Bock drauf. Wir nehmen den nächsten. Wir nehmen den nächsten. Ich werde vielleicht morgen einfach Richtung Schneegebiet schon mal fahren. Ja? Und euch reinholen, wenn der runterkommt, dass wir den unterwegs schon mal gleich mitmachen. Weil jetzt haben wir ja erst ein bisschen was, was ich kurz dem Händler geben kann. Ja gut, die Matratzen, das kostet jetzt mehr Zeit, als wenn wir jetzt irgendwo anders noch hingefahren wären. Ne? So, die zwei Schränke noch. Hier, sehr schön. Darauf freue ich mich, weil das haben sie auch gepatcht. Du kannst jetzt mit dem Ding zoomen, glaube ich. Boah, die da ziehe ich an. Die haben mir immer besser gefallen, die Polizeihandschuhe. Armeestiefel. Wäre das, die nehme ich mal mit. Wie viel Prozent haben sie? 62. Kriege ich die da rein? Ja, die nehmen wir mal mit. Weil wir wollen ja auf jeden Fall auch der Bömpel ein kleines bisschen anders anziehen, wenn wir ins Gebiet gehen, ins Neue. So, das war's, Bombal. Hast du gut gemacht. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel Knete das bringt. Vielleicht können wir schon die erste Verstärkung kaufen, weißt du? Ist hier irgendwo ein Fenster auf, wo ich raus kann? Gut. So routiniert habe ich ihn selten erlebt. Wollen wir jetzt doch kurz hier gucken, ob wir. Die können wir auch mal mitnehmen. Vielleicht kauft uns die ja dann doch am Ende der Ding ab. Und wenn es einen Hunderter bringt, bevor ich es liegen lasse. Nee, ich glaube, die letzte Tür, die finden wir, wenn wir unterwegs sind. So, wenn ich alles richtig fühle, brauchen wir jetzt hier nur Richtung Süden raus. Bin gespannt, wie er jetzt gleich wirklich fährt, ne? Leute, das war doch mal eine schöne Runde. Das Auto ist 1A hergerichtet. Eine Tür fehlt. Wir haben alle Lichter, wir haben die Stoßstangen, wir haben die kompletten Sitzbänke. Yes. Man hat das Gefühl, dieses Auto lässt viel rum. Alter, ist der gut. Ich liebe den schon. Unvernichtbar, Volkswagen, Leute. Unvernichtbar. Ich weiß nicht, ob er sprittechnisch, aber ich glaube, der müsste sprittechnisch sparsamer sein als unser Ranger. Oh, Alter, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Der flitzt ja. Der flitzt ja. Wir fahren. Fahren wir noch zum Händler rüber? Komm, wir fahren zum Händler rüber, weil ich muss ja momentan immer meistens nach einer Folge los. Und wenn ich wiederkomme, dann kann ich schon mal schauen, wie wir es mit dem Lackieren vielleicht machen. Vielleicht lackiert man und wir bauen dann die Verstärkungen oben auf. Wir können ja mal ganz kurz eine Spraydose kaufen. Einfach mal eine weiße. Einfach mal eine weiße Spraydose und uns mal die Muster angucken, die es gibt. Ich will was Psychedelisches irgendwie für dieses Auto, fürs C0-Auto. Müssen wir schon tanken? Nee, ne? Bömble.
Jo, fahr der Küste entlang. Das war jetzt richtig angenehmes Ründle. Wahrscheinlich, weil, auch nicht, weil wir keine Horde getriggert haben. Im Polizeirevier war es typische Bestand an Zombies. War richtig angenehm jetzt gerade, hat Spaß gemacht. Und ein bisschen was haben wir auch rausgeholt. Sogar eine schwerere Waffe, wo ein bisschen mehr Knete bringen wird. Ich würde jetzt auch alles, was ich jetzt gelootet habe, verkaufen. Selbst die Muni, die wir nicht benutzen. Alles raus. Und wir fangen an, beim Händler jetzt dann Seife zu kaufen, Leute. Denn wir müssen ja nach der Verstrahlung oder nach dem verstrahlten Gebiet alles reinigen, inklusive der Bömble. Wir brauchen Klebeband, damit wir diesen Anzug immer schön aufreparieren. Dann können wir uns nämlich da schön aufhalten im Gebiet. Und ich glaube, was gelesen zu haben von Melone, damit man öfters pinkeln muss. Das würde ich natürlich dann an der Stelle beherzigen. So, und weil wir jetzt eh schon, ziemlich weit hinten raus sind, fahren wir den Rest komplett zusammen. Gemütlich zum Handy. Und dann schauen wir mal kurz, dass wir das Zeug verkaufen. Lassen wir es ausklingen. Ich muss jetzt nur kurz eben schauen. Ich fahre einfach jetzt die nächste dann oben raus. Ja. Also wird es morgen wahrscheinlich so laufen, dass wir auf dem Weg ins Schneegebiet noch einen Airdrop machen. Vielleicht halten wir es sogar nochmal in der Siedlung an. Machen noch eine Polizei mit. Wir werden auf jeden Fall gruscheln, dass wir die letzte Tür hier bekommen, ne? Und wir steigen beim Händler wahrscheinlich ein, mit dem Ziel, das Auto schon mal zu lackieren in irgendeiner coolen Art und Weise. Bömbe, du musst aber hier hoch, ne? Das Auto ist super, Leute, es macht voll Laune. Ich glaube, die Leica wird noch mehr Laune machen. Ohne der Traktor wäre halt auch eine geile Geschichte. Bei dem würde ich es übrigens feiern, wenn sie den ein bisschen schneller machen, wenn der E-modular wird. Aber der wird wahrscheinlich nicht schnell. Aber ich liebe halt den Traktor, ne? Ich habe den immer gemocht. Und das gab's, es kam auch mal ein Polizeiauto, gell? Hatten wir auch mal. Ey, wenn nachher mit Release alle Fahrzeuge wieder drin sind, dann ist schon einiges geboten auch. So, wir sind schon in der Zone, guckt das an. Bömpel. Gut gemeistert, gut gemacht. Eine Tür kaufen wir uns aber keine, Bömpel, ne? Die suchen wir, dass wir noch ein bisschen Lootfreude haben, auch für die Geschichte hier. So. Was hast du gesagt? Erstmal zum Waffi. Da kannst du hier schon mal bleiben. Zum Peter Waffiai. Richtig, das wollten wir auch gucken. Jetzt gehen wir mal kurz rein und verchecken mal. Schön gemütlich ausklingen lassen. Dup dubidu, dup dubidu, rup dup du. Hi, my friend, ich hab da mal eine Frage wegen Verkaufe. Aha, haben wir denkt. Also zum Beispiel AKS, 9mm behalten wir, panzerbrechende 7.62.39er behalten wir, taktische Handschuhe habe ich jetzt die blauen wieder an, ich behalte die aber mal hier. Dann haben wir hier die Muni benutze ich nicht, die zwei Waffen benutze ich nicht, das Käpple nicht. Die Schrotflinte benutze ich eigentlich auch nicht. In dem Fall alles, was wir heute gefunden haben, kommt weg. M9 Taschenlampe kommt weg. Diegel kommt weg. Ja, eigentlich alles, ne? Den Dietrich, den behalte ich. Die Block, die Schachtel Muni. Zack, zack. Das Schloss will der nicht. Die Waffe. Das hier kannst du haben. Ne, die gebe ich ihm nicht. Die will ich mal abfeuern vielleicht. AK-47 Magazin. Moment mal. Das ist das Normale. Gibt ja auch Normales. Wie viel Geld hat denn der Händler? Ja, das passt. Die Lampe, die Mütze, die Block, den Kompass. Weil unser Kompass ist hier. Das ist alles gut. Die Armeestiefel, die wollte ich behalten, falls wir die für unser... Das will er nicht hier. Muss ich mal beim General gucken gleich. So, das bitte einmal auf die Bank. Jetzt haben wir wieder 5.000. Ist schon mal ziemlich cool. Bargeld umwandeln, das kann ich dann später machen. Das hier behalten wir, weil wir es fürs neue Projekt brauchen. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. So, und das wollte ich ja noch kurz testen. Weil das war ja bis jetzt so sinnfrei. Das war so sinnfrei eigentlich, wenn du das genau nimmst. Jedes Scope hat ja... Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ich muss mal gucken, wie weit reicht denn das? Zumindest haben wir, der Zoom ist zumindest eine Kleinigkeit. Lass mal den Turm da hinten angucken. Ja, guck mal. Zwei Zoom-Stufen sind es auf jeden Fall.
Ja. Jetzt lohnt sich, dass man das ab und zu. Wobei ich habe es auch schon gebrauchen können, so ist es nicht. Ich habe es auch schon benutzt. So, dann haben wir einmal hier noch ein bisschen die Geschichte. Jetzt pass auf. Das ist erstmal Reparatur vom Auto. Dann haben wir die da und die da. Hier ist Verkauf, ne? Das ist die, die ich behalte. Die wollte ich verkaufen. Die auf keinen Fall. Die Maske wäre nochmal was, wo wir verkaufen wollen. Das behalte ich, das behalte ich. Das gehört alles uns. War es das? Und die Stiefel wollte ich behalten. Das wollte ich checken, ob er das will. Das andere Zeug, die da habe ich geguckt, die ist nicht so geil wie unsere. Die, ach so, halt, da ging es ja um Style auch. Styling ist natürlich wieder was anderes. So, alles klar. Halt, Fehler gemacht. Die da ist die Verkaufskiste. Da haben wir noch ein paar Teile. Haben wir nicht zwei Stoßstangen gehabt? Ist die jetzt schon wieder zu schwer, dass ihr sie tragen könnt? So, einmal ganz kurz. Also die Krücke, wo haben wir denn die Krücke, Leute? Hier ist sie drin. Sehr geil. Dann schauen wir doch mal kurz, ob der Kollege hier uns die Krücke abkaufen wird und die Schere. Bömble kriegt hier auch was zum Essen auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube, ich räume das besser mal in meinen Rucksack ein oder alles. Das dauert sonst ewig, bis ich das Zeug da habe, wo ich es hin will. So, mein Freund, guck mal. Ich habe da in der Kiste. Boah, Alter, die bringt 358. Also habt ihr vollkommen recht gehabt. Die Krücke bringt schon mal richtig Geld. Die Schere will er hier nicht. Guck mal, auch die Verbandspackages, aber die behält man natürlich, ne? Dienstleistungen? Sieht irgendwie crank aus. 358 auf die Bank, bitte. Lass mich mal kurz gucken. Hey, da kannst du dein Mäntel nochmal umgestalten. Für sau viel Geld allerdings, ne? Kopfsack. Klassische Kippen gibt es hier beim Ding. Beim Mediziner. Vielleicht finden wir hier ein cooles. Nee, die lange Hose. So gehe ich nicht ins verstrahlte Gebiet. Nee, das passt so. Das passt so. Danke. Okay, ich meine, das war jetzt nicht der Oberreibach 5000. Vorher hatten wir irgendwann mal 18.000. Würde aber sagen, es ist besser als nichts, ne? So, jetzt will ich kurz gucken, ob ich das zufällig da komplett rüberkriege. Natürlich nicht, ne? Boah, hier, das muss ich alles nochmal aussortieren, Leute. Tut mir mal einen Gefallen. Mach die mal hier rüber. Das Zeug hier rüber. Wieso habe ich denn die behalten? Ah ja, weil es von unserer AK war. So. Das geht. Das ist alles. Das ist alles der Händler, Mechaniker. Die Masken müssen wir mal gucken. Die habe ich nicht dabei gehabt vorhin, oder? Und Bargeld muss ich noch oben. Das mache ich aber auch offscreen. So. Das behalten wir natürlich. Das will ich noch gucken, ob das irgendwer will. Und der Rest behalten wir auch. Gut. Schala. Saloon General Barbershop. Emery Mechanic. Emery and Ivory, oder wie war das? Entschuldigung. Leute, Farbbüchsle brauchen wir noch, ne? Hi. My friend, only for you Teile im Nu. Irgendwer bringt auch nochmal 2 Mille auf die Bank, ne? Boom. Ne, wir suchen die Tür. Gut, Dankeschön. Angel-Equipment haben wir keins. Angel-Equipment haben wir keins. Beim General können wir noch mal kurz gucken. Aber der war da drüben. Also warte, machen wir das kurz weg. Dann ist das Zeschelplätzle auf jeden Fall schon mal wieder frei. Achso, wir brauchen die bessere Karte, habt ihr geschrieben, um überhaupt Gold zu kaufen für 5 Mille. Machen wir vielleicht irgendwann, wenn wir mal bisschen weiter sind jetzt. Wenn wir unseren Strahlenanzug haben und wir haben noch genug Knete, können wir uns das ja mal irgendwann geben. Zurück. Zack. Zack. Einzahlung.
4, 4, 7. Einreichen. Jupp. Danke. Prüfen, ob ich mein Kettle wieder gekriegt habe. Kettle ist wieder da. Wir haben jetzt 8, 7. Ey, immerhin nicht. Wenn ich überlege, dass wir ja mit der Knete, wir haben sie ja nicht weggeschmissen. Wir haben sie ja nicht weggeschmissen. Wir haben ja dafür einen gepanzerten Rager, der fast fertig ist, ne? So, my friend General. Welcome, welcome. Jetzt überholt er sich schon beim Reden. Also die Masken, die Schere für 9, die nehme ich schon immer mit und die bringen auch nur 18 und 19. Also das lohnt sich, glaube ich, nicht. Lassen wir uns aber auf die Bank überweisen, unsere 800, und kaufen bei ihm jetzt erstmal Ravioli, aber das ist ja alles Kaltzeugs. Birnenkompott will er auch nicht unbedingt. Ich gucke mal ganz kurz durch, ob ich irgendwas sehe, was mich anmacht wie Sau. Nee. Nö. Gehen wir uns beim Dings holen, Leute. Achso, die Farbspraydose. Wir nehmen mal ganz kurz eine weiße mit. War das hier drin? Oh, da wollte man noch was gucken. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir brauchen Brown, Black, Sherry, Blue, Dark, 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 Dark. Ich will nichts Dark, ich will Weiß. Earth, Red. Nehmen wir mal Yellow. Nehmen wir mal Yellow. Yellow ist ja eh ein bisschen giftiger dann. Das ist das eine. Und ich wollte gucken. Hier. Panzerband. Falls ich nicht genug habe, könnte ich bei den Händlern kaufen für 215. Mich interessiert aber, ob der Kollege Seife hat. Earplugs. Hier. 100 kostet Seife, Leute. Die Drohne, ich glaube, die ist besoffen seit dem letzten Update. Ich glaube, die Drohne ist seit dem letzten Update halt einfach besoffen. So, egal wie. War eine schöne Runde. Ich habe auch ein bisschen die Zeit vergessen gerade. Wir lackieren morgens Auto, schauen uns die Muster ein bisschen an. Beziehungsweise ich gucke sie mir an und entscheide mich dann für eins, ist klar. Weißt du was? Ich gönne dem Bömble jetzt mal so einen Riegel. Das ist das eine. Ich gönne dem Bömble... Ich gönne dem Bömble... Und Dings... Ich nehme, die kaufen wir dann frisch, bevor wir ins Gebiet gehen. Und einmal sowas, dass er ein bisschen Vitamine hat. Aber es kriegen die Trauben, die man überall am Straßenrand findet. Hat es ja gerade gebrüllt. Wie auch immer. Wir sehen uns morgen. Ich gehe jetzt noch kurz drüben beim Militärhändler uns die zwei Rindfleisch holen. Und dann gucke ich mir die Muster geschwind an und dann können wir morgen direkt einsteigen. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann.